So, wir haben es knapp verpasst. Gerade als ich die Aufnahme gestartet habe, ist Folgendes passiert. Einer von meinen ganz normalen Soldaten hat doch tatsächlich hier diesen Elite-Banditen dem Garaus gemacht und bei der Gelegenheit dann hier natürlich auch das Banditenlager zerstört. So kann's gehen, so kann's gehen. Ja, sehr schön. Ja, herzlich willkommen zurück. Hier bei Pioneers of Pagone, ja, ja, eure Unterstützung scheint zu funktionieren und auch deine funktioniert prima. Danke für deine Unterstützung hier nach wie vor. Super Sache, ja, freut mich sehr, dass das hier so glatt über die Bühne geht. Okay, ja, es habe ich da. Moment, einen von. Sag ich mal auf 5 runter, geht dafür hier auf 5 rauf, bezüglich der Wachen. Die müsste ich natürlich dann hier, glaube ich, auch rekrutieren, ne? Das ist ganz klar. So, ich gehe mal direkt auf 10, weil ich was habe ich. Und ja, sehr cool. Dranwache, hast du nicht gesehen. So, ja, achso, was kann hier nochmal alles? Hier auch die Waldläufer und so, genau. Die können Diebe enttarnen. Das ist ganz wichtig, dass das geht. Und da würde ich dann aber einen zweiten Wachturm benötigen oder hinsetzen wollen, um das entsprechend dann in die Wege leiten zu können. Das ist noch Zukunftsmusik. So, sehr cool. Also die sind wir da schon mal los an der Ecke. Jetzt müssen wir uns nur noch um die Kollegen hier kümmern, die uns das Leben auch so ein bisschen schwerer machen. So, wie sieht's denn aus? Die Waffenschmiede sagt schon wieder, ich habe nichts zu tun. Dann würde ich ihm aber noch mal so 10 Bronzeschwerter produzieren lassen. Das ist ganz gut. Dann, wie sieht's hier aus? Rüstungsschmiede ist noch eifrig dabei. Die Waffenschmiede ebenfalls. Okay. Hier wird auch noch produziert. Das ist auch cool. Wie sieht es aus? So, Moment. Rüstungsschmiede. War da gerade großartig am Umtönen. Ah ja, Schild auch. Dann hier ist irgendwo eine Schneider. Oh, hier sieht es aber heftig aus. Die Bäume haben etwas Federn gelassen. Ja. Federn gelassen. Haha, lustig. Holzwerkstatt, das habe ich die ganze Zeit über gesucht. Wir bräuchten auf jeden Fall einen Augenblick Holz. Da wird mir nur ein Teil angezeigt. Ich habe davon noch 5. Hallo, Holzwerkstatt. Mach da mal so 10 von. Da machst du noch mal so 5 von. Und da machst du bitte auch noch mal so 10 von. Und hier auch noch mal so 10. Das soweit dazu. Dann ist er auch beschäftigt. Ich suche die Schneiderei. Ich suche die Schneiderei. Kleines Werkgedingse. Wie sieht es hier aus? Sehr cool. Weberei. Die ist beschäftigt. Wo habe ich denn? Irgendwo habe ich doch hier auch die Schneiderei noch untergekriegt. Da ist er. Da war ich doch noch so glücklich, dass das funktioniert hat. Du machst mal hier so 5 Rucksäcke. Zehn davon, 5 davon. Dann ist die erstmal auch beschäftigt. So. Ich muss auch zusehen, dass ich mir meine Leute hier ans Arbeiten kriege. Ja, es lübt. Ich bin ganz froh, dass das jetzt hier funktioniert hat. Fokuspunkt für diesen Wachturm. Würde ich dann hier so hinsetzen wollen. Hier ist eine weitere andere Fraktion. Oder auch. Was hier so jetzt so aufblitzt, ne? Das sind die Fische. Wir können ja jetzt hier auch angeln. Da sind auch Fische. Moment mal. Dann machen wir das doch einfach mal. Das haben wir nämlich noch nicht gemacht.
Sammelhütte fehlt mir auch, aber eine Fischerhütte wäre. Wow! Wie sah jetzt? Entweder sah die jetzt einfach nur größer aus, als sie ist. Okay. Dann würde ich die. Der Aktionsradius ist nicht ohne. Dann würde ich die hier hinsetzen. Dann hätten wir nämlich auch eine Fischerhütte. So. Haben wir das auch mal gebaut? Jo. Waffenschmiede, bla bla bla. Abenteuerbilder. Ah ja, genau. Cool. Die braucht leichte Rüstung. Also hier diese Waldläufer. Da würde ich direkt mal so 10 von rekrutieren wollen. Verstehe. Okay. Überleg gerade. Da hinten. Ja, vielleicht setze ich die denen nicht direkt vor die Nase. Aber so ein bisschen. Einen Moment. Ein Wachturm. Dann könnte man damit da so ein bisschen Abstand ist und die uns nicht direkt irgendwie Ärger machen, auf den Leim gehen, wie auch immer, würde ich den hier hinsetzen. Und da sind Ressourcen, die man abbauen kann. Ja komm, ich mache das einfach mal so. Okay. So, da soll jetzt natürlich ich nehme mal 10 von denen erstmal. Die anderen erstmal noch nicht. So, Moment, Augenblick. Vergessen. Patrouillieren. Bitte schön hier. Ich könnte aber direkt schon hingehen. Vorsichtshalber. Na, ich warte erstmal noch. Ich guck mal, wo die Diebe herkommen. Irgendwann werden ja hier auch Diebe auftauchen. Und das ist ein bisschen schwierig. Entdeckerposten, Wachturm. Fokuspunkt, meinetwegen hier so hin. Der wird irgendwann an Relevanz verlieren. Das ist jetzt gerade so meine Überlegung. Sonst hätte ich es, ich nämlich gesagt, wenn die hier an Relevanz verliert, dann die Wachen abziehen und dafür dann hier diese Waldläufer dann hier integrieren, damit die hier so im Nahbereich dann gucken können, was ist hier mit Dieben und so. Aber ich fürchte, das wird nicht funktionieren, wenn der irgendwann seine Geschichte dafür verliert, ne, dass dann der Zeitpunkt kommt, wo ich dann auch keine Leute mehr unterkriege oder die nicht irgendwie aktiv werden können. Irgendwie sowas. Meine ich, hätte ich da in Erinnerung, falls ich nicht falsch liege. Man kann es ausprobieren. Aber ich fürchte, der wird dann irgendwann inaktiv, sozusagen. Ja, ich gucke erstmal noch. Nicht zu viel vorausplanen. Vorausplanen ist wichtig, ja, gar keine Frage. Aber. So, wie sieht's hier aus? Da habe ich das, da habe ich das, das. Einer im Augenblick, der da lustig herum patrouillieren möchte. Ich meine, hier ist ja noch Sache, hier sind ja noch Gebiete unbekannt, noch nicht aufgedeckt. Da könnten theoretisch ja auch noch irgendwelche Diebe, Banditen oder dergleichen existieren. Insofern
lasse ich das da erstmal. Einen Moment mal. Ja, das macht eigentlich wesentlich mehr Sinn. Ich setze dann mal den Fokuspunkt hier hin. Was sollen die da oben rumgeistern? Da gibt es zwar auch noch ein unbekanntes Gebiet, aber hier ist im Wesentlichen ist hier eine andere Fraktion. Und das ist relativ weit weg, während die andere Geschichte so ein bisschen näher ist. Das macht dann mehr Sinn. Könnte höchstens irgendwann mal hingehen und hier irgendwie so eine versuchende entsprechenden Wachturm irgendwo hier zu bauen, damit er den hinteren Bereich da erkunden kann. Also die Wachen, ihr wisst schon. So, Personal ist auf dem Weg, das ist schön. Dann haben wir auch noch eine Fischerhütte hier am Start. Das ist auch nicht verkehrt. Der ist schon wieder fertig? Ist ja erschreckend. Weiter geht's. Ja. Okay, okay. Dann brauche ich 10 davon. Davon. Moment mal eben. Waffen. Da. Eisenschwerter habe ich 10. Ich habe nicht genug Holzschilder. Das ist gar nicht gut. Wo ist die Holzwerkstatt? Wo ist die Holzwerkstatt? Zweberei. Da ist die Holzwerkstatt. Ach, der ist schon dabei, weil er Sachen zu produzieren. Ja, und dann gebe ich ihm da noch ein paar drauf. Ach so, deswegen. Ja, brauchen wir halt alles. Die ist das Problem. Das sind meine Leute. Okay, okay. Jo. Oh, der Wachturm ist fertig. Soldaten sind auf dem Weg. Also Soldaten in Anführungsstrichen, im Augenblick einer. Ja, die Militärakademie ist halt weit von Schuss, gebe ich ja zu. Und im Augenblick habe ich hier auch so ein bisschen Probleme. Holzwerkstatt, ich glaube, du musst deine Prioritäten ändern. Holzwerkstatt, Moment, Augenblick. Ich nehme das mal zurück. Ich brauche Schilder und die möglichst schnell. Habe ich doch eine Priorisierung darauf? Ich versuch's mal. Wie sieht es denn aus mit Holz? Der Lagerbestand ist aber ganz gut gegeben. Kann ich mir mit der Priorisierung eigentlich sparen? Okay. Das Wohnhaus. Dingskirchen. Alles klar. Ja, ja, gut, das war jetzt nur einer, ne? Das ist ein bisschen wenig. Da kann hier nichts mit reißen. Was haben die denn? Oh! Dann andere Priorität. Das muss ich ändern. Da, nee, 10 ja, aber wer ist das? So, dann nehme ich direkt die Leute hier. Was anderes macht keinen Sinn.
Dann ist das auch mit der Holzwerkstatt erstmal egal. Ich lasse dir trotzdem erstmal seine 10 Schilder da produzieren, bevor ich da andere Aufträge erteile. Man weiß nie, wo man auch einfache Soldaten nochmal gebrauchen kann. Was ist denn hier los? So. Forsthaus. Den habe ich aber gesagt, da, ne? Das Forsthaus ist so ein bisschen, ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Das wird mal hierhin geschickt, mal dahin geschickt. Aber das liegt halt auch an diesem komischen Aktionsradius, den die da haben. Toll wäre es, wenn ich es hier drin reinsetzen könnte. Das wäre ideal. Das geht leider nicht. Also Kompromiss. Ich setze hier hin. Ein Brunnen kriegt das nette Teil auch noch spendiert. Bin ja gar nicht so. So, dann Forsthaus. Das wird direkt abgerissen. Weg damit. Und ja, alles in Ordnung. Das brauche ich nicht. Wow, die sind aber schnell dabei. Was nicht verkehrt ist. So, und dann da so. Wenn es irgendwie geht. So, alles klar. Okay, dann ist das Teil jetzt auch zum zweiten Mal umgezogen. Egal, muss so. Wie sieht es hier mit den Holzfällern aus? Das ist in Ordnung. Der ist da tätig. So, da war doch noch einer. Das passt auch. Du sagst, du hast nichts zu tun. Du irrst dich, und zwar gewaltig. So, wie sieht es hier mit der Waffenschmiede aus? Die ist momentan auch irgendwie auf null. Eisenschwert. Aber sowas von. Eisenlanze lasse ich erstmal noch. Oder ich mache mal 5. So. Okay. Waffen werden angezeigt. Rüstung. Kann ich die Sachen ruhig noch mit dazu nehmen? Alles hier mit Werkzeug. Okay. Gar keine Sammelhütte, sehe ich gerade. Aber ich glaube, ich habe hier auch relativ wenig zu sammeln. Kann sein, dass ich Pilze sammeln kann. Ja, das will ich gar nicht abstreiten. Aber ich glaube, im Augenblick besteht da auch nicht die Notwendigkeit, wenn ich das richtig sehe. Okay, oder vielleicht doch. Nö, was wird? Es werden hier doch Neugeborene sind da zum Teil am Start. Marktplatz oder Marktstand. Kriege ich da hier in der Nähe von dem Teil noch irgendeinen Marktstand unter? Wow. Der hat schon 15 Forellen. Marktstand. Ich würde tatsächlich hier noch einen Marktstand hinkriegen. So, Fisch. Hering, nein, Forelle, ja. Sehr cool. Dann haben wir so ein bisschen Variation drin. Hier ist das sehr fleischlastig. Die
Zeit war grenzwertig. Da sind tatsächlich Himbeeren. Da auch. So eine Sammelhütte. Ich hier sehr bedingt hin. Doch, das würde gehen. Das würde tatsächlich gehen. Die, was habe ich hier? Steinpilze, Flachs, ja, meinetwegen Himbeeren. Feuerholz muss nicht unbedingt. Da würde ich den Fokus auch erstmal hier so stehen lassen. Das ist in Ordnung. Und dann könnte ich nämlich hingehen und sagen, der was? Marktstand? Ich hier in dem Nahbereich noch einen Markt hin? Mit entsprechende Anbindung? Ja, würde ich sogar hier kriegen, sehe ich gerade. Ist aber cool. Warte mal. Straße? Oder würde ich mir jetzt da alles verbauen? Ne, brauche ich nicht. Das reicht mir ja hier mit dem Wagenstand. So. Getreide, nein. Waldprodukte. Also Himbeeren habe ich auf jeden Fall. Dann habe ich noch Himbeeren hier. Oder nein. Alles. Waldprodukte und alles, was er irgendwie findet, sei es jetzt Himbeer, sei es Pilze, ne, wie auch immer, würde er dann hier anbieten können. Schön, dann haben wir das nämlich auch mit im Programm. Demnächst. Jo, sehr gut. Ja, das läuft doch ganz gut. Ich bin mit mir sehr zufrieden. Ich habe das Ganze hier so einigermaßen im Griff, mehr oder weniger. Was ist jetzt hier los? Werkzeugschmiede, nichts mehr zu tun, sagt sie. Dann lassen wir das doch erstmal so. Beziehungsweise ich schau mal, was so noch angedacht werden könnte in dieser Richtung. Werkzeugtechnisch, waffentechnisch, wie auch immer. Aufgaben für die nächsten Folge. Ich danke euch sehr dafür, dass ihr mich bei dieser Folge begleitet und unterstützt habt. Vielen, vielen lieben Dank dafür, auch für deine Unterstützung, für dein Begleiten hier bei Pioneers of Pagonia. Bin ich sehr, sehr dankbar und wünsche euch natürlich nach wie vor und wie immer alles Gute. Genießt die Zeit und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dann.